Siehste, hörste, kriegste. Das Szene-Sounds Radio Interview. Dirk Zöllner, geboren am 13. Juni 1962 in Ostberlin, deutscher Sänger, Songtexter, Komponist und Musicaldarsteller. Durch seine künstlerische Vielfalt ist er mittlerweile zum Begriff in den verschiedensten Genres und Szenen geworden. Am 15.06. findet im Berliner Postbahnhof ein ganz besonderes Konzert statt. Gefeiert werden 50 Jahre Dirk Zöllner, 25 Jahre Die Zöllner und das Album Uferlos, welches am 1.06. erschienen ist. Nun sitzt er hier vor mir und möchte euch über das neue Album und natürlich über diese Veranstaltung erzählen. Hallo Dirk. Hallo. Hallo. Zunächst mal zur Jubiläumsfete nächste Woche Freitag im Postbahnhof. Was wird da genau ablaufen? Wird es auch diverse Gäste geben, wie letztens bei 40 Jahre Sitte, wo du ja auch als Gratulant aufgetreten bist? Na klar, wir machen natürlich eine fette Party. Ich meine, 50 ist eine mächtige Zahl und 25 auch schon nicht schlecht. Und wir laden uns einfach Freunde und Gäste ein. Wir machen ja bei Alex auch oft diese Fernsehsendung Kaffee Größenwahn und dadurch haben wir sehr viele Begegnungen mit Musikern und ich hole mir einfach die Liebsten ran. Zum Beispiel Mike Kilian von Rockhaus und André Herzberg von Panko, die wunderbare Kathi Lavoie von Beat & Blow, Uli Wolf von der Uli Wolf Band, der auch früher bei Beat & Blow gesungen hat, Bobo in Whitewood Houses und viele Instrumentalisten werden dabei sein. Und ich denke, wir werden die Welt, das Leben richtig hochleben lassen. Und es gibt danach auch noch eine Aftershow-Party für die Freunde, wo wir bis in die frühen Morgenstunden das Leben feiern. So muss das sein, wie letztens bei 40 Jahre City. So sieht's aus. Und wann geht's los? Also es fängt 20 Uhr an. Also es wird sicherlich Einlass wird ab 19 Uhr sein. Wir haben bis jetzt nur über Internet Werbung gemacht und es ist schon ziemlich voll. Also jetzt beginnt erst sozusagen die Werbung in den öffentlichen Medien und es wird bestimmt ein fettes Ding. Also beeilt euch nur, ein paar Karten ranzuholen. Na, nach dem Interview ist es komplett ausverkauft, definitiv. Das sag ich dir. Kurz zu einem Abriss deiner musikalischen Station. Von 1984 bis 1987 warst du bei Chicory, danach die Zöllner. Wie ging es dann bis heute weiter? Naja, die Zöllner gab es bis 97 und dann habe ich viele Solo-Aktionen gemacht. Es gab zum Beispiel die Drei Heiligen mit Arne Herzberg und Dirk Michaelis. Ja. Dann gab es Osten.de mit IC Falkenberg. Dann, wie gesagt, Jesus Christ Superstar. Ich habe viel mit Russen Musik gemacht. Also ich bin so ein bisschen in die russische Enklave in Berlin geraten und dort habe ich wunderbare Musiker kennengelernt. Mit denen habe ich sehr viel rumexperimentiert. Ich mache was mit Sinfonieorchestern. Zum Beispiel, jetzt gerade mache ich ein Heine-Programm mit dem Konzertmeister Dresdner Philharmonie. Der spielt Geige, ich lese einfach nur. Also ich suche immer nach neuen Wegen. Ja, ja. Nach neuen Ufern. Uferlos. Uferlos. Genau, Thema aktuelles Album Uferlos. Das erste, die Zöllner-Album ist ja 1990, damals noch bei Amiga erschienen. Das wievielte ist es jetzt und wie lange wurde daran verbracht ungefähr? Also wie viele Alben ich jetzt genau rausgebracht habe, weiß ich nicht. Es ist das siebte Die Zöllner Album. Wir haben seit 15 Jahren kein Album mit der großen Band gemacht. Und wir wollten uns das einfach selbst zum Geschenk machen, mein Keyboarder und ich. Wir haben zwischendurch zwar immer mal Tourneen gespielt mit Die Zöllner, also mit dieser großen opulenten Band, wo eben Bläser dabei sind und Percussion und Backgroundsänger und so weiter und so fort. Und das ist mein Herzensprojekt, möchte ich mal sagen. Und ich denke, jetzt zum 50. werde ich das mal wieder richtig pushen und uns ist wirklich eine großartige Platte gelungen. Sagt zwar jeder sicherlich, der eine Platte rausgebracht hat, aber das meine ich wirklich von Herzen. Ich kann die selber noch hören und das kann man meistens nicht, wenn man irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger dran rumschraubt. Also ein siebter Album mit Die Zöllner und dann hast du ja noch diverse Solo-Alben wahrscheinlich gemacht. Ne? Diverse Solo-Alben und diverse Alben mit irgendwelchen Projekten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich 15 Alben rausgebracht wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Kann man ja auf Wikipedia wahrscheinlich nachschauen oder auf deiner Homepage natürlich. Die Zöllner hast du, wie gesagt, 1987 gegründet. Wer war anfangs mit dabei und wer auf dem neuen Album? Also ich habe die Zöllner als Duo gegründet mit André Gensicke und im 87 und der ist immer noch dabei. Wir haben uns mal ganz kurz getrennt, über 4 Jahre, als ich völlig Solo gemacht habe. Aber wir haben jetzt eigentlich Silberhochzeit. Ansonsten, von den Urleuten sind noch die Bläser dabei. Fast alle anderen sind neu. Erzähl mal auf. Dann zum Beispiel sind dabei 2 Leute von den Söhnen Mannheims. Also Andreas Behles und Ralf Gustke. Die haben diese Platte mit eingespielt. Andreas Behles ist auch live dabei. Ralf Gustke hat zu viel mit Xavier Nadu zu tun. Wir haben auf der Platte auch Gäste. Zum Beispiel singt Xavier Nadu auf der Platte mit Edo Zanki, der Pate des deutschsprachigen Soul. Reggie Klaasen, die ich sehr liebe, aus Hamburg. Ansonsten haben wir am Bass
Oliver Klemp, der kommt aus Dresden. Mhm. Und unser Produzent, der die Platte letztendlich gemixt hat, Markus Gorstein, der ist auch mit in der Band und spielt Percussion, Keyboards und singt hervorragend. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel werden es denn sein am 15.? Na, am 15. werden es sehr, sehr viele sein. Also mit den Gästen werden da wahrscheinlich insgesamt, 25 Leute bestimmt irgendwie die Bühne betreten und auch wieder verlassen zwischendurch. Aber wir sind also in der Band, sind wir 10 Leute. Noch dabei, auch habe ich vergessen, ganz wichtig, der kambodschanische Cellist Sonny Tate, der also unglaublich viel fernöstliche Elemente mit in die Platte reingebracht hat. Den kenne ich, ja. 16 Titel sind auf dem Album. Produziert wurde es neben dir auch von Markus Gorstein und André Gensicke. Wer ist noch erwähnenswert bei dieser Produktion? Wo wurde aufgenommen? Wo wurde abgemischt? Also wir haben aufgenommen in 2 Live-Sessions. Also nicht mal im richtigen Studio. Wir haben uns einfach gute Räume ausgesucht. Wir haben einmal eine Elektro-Session gemacht in Mecklenburg-Vorpommern in einem schönen großen Bauernhaus. Und dann haben wir noch eine Unplugged-Session gemacht im Odenwald, auch an einem großen Raum. Also es ist wirklich absolut live. Wir haben nur ein paar Overdubs gemacht. Die Bläser sind später raufgekommen. Und es muss man sich so vorstellen, wir hatten ungefähr nur die Hälfte an Songs. Und dann haben wir eine Jam-Session gemacht. Da haben wir dann manchmal, ich weiß nicht, so eine Viertelstunde, 20 Minuten auf einem Thema rumgeritten. Und zu Hause haben wir es dann auseinandergeschnitten, uns die Filetstückchen rausgesucht. Und danach habe ich erst die Melodien gemacht und auch die Texte rüber geschrieben. Und gemischt, wie gesagt, ich habe eine Ausschreibung gemacht bei Facebook, wie man das so heutzutage macht, habe gesagt, ich suche einen, der mal so mixt. Und dann haben sich verschiedene Leute gemeldet, die haben dann erstmal sozusagen Versuchsmix gemacht und dann habe ich mich für Markus Gorstein entschieden. Die Leute, die aus dem Osten kommen, die werden seine Eltern kennen, die waren nämlich früher bei der Gruppe Kreis und sein Vater war bereits auch schon sehr erfolgreicher Pop-Produzent, Murmel Fritsch ist noch ein Begriff, das ist also der Sohn von Murmel Fritsch und der ist wieder in die Fußstapfen seines Vaters getreten, ist ein Multi-Instrumentalist und außerdem auch ein hervorragender Produzent. Gruppe Kreis sagt nur noch was aus alten Fehlnacherzeiten, da sind sie immer doch ich wollte es wissen. Genau. Wird es eine Tour zum Album geben? Auf deiner Homepage dirk-zöllner.de steht ja nur ein weiterer Termin am 7.7. in Dessau. Nee, da sind wir manchmal ein bisschen nachlässig. Also es gibt noch weitere Termine. Wir nennen es jetzt erstmal Testkonzerte. Wir gehen intensiv und dicht auf Tour ab September dieses Jahres. Und da werden wir überall sein, das kann man jetzt gar nicht sagen, Dresden, Halle, Leipzig, Stuttgart, Köln, Pforzheim, ich habe das nicht im Kopf. Ist klar, September, September geht's aber los. Im September geht's definitiv los, ja. An welchen Projekten bist du noch derzeit beteiligt? Also du hast ja vorhin ein paar Projekte offiziell, wo machst du jetzt zurzeit noch mit? Also momentan mache ich, wie gesagt, was mit dem Konzertmeister der Dresdner Philharmonie. Das mache ich des Öfteren. Ich trete auch im Duo auf mit André Gensicke. Morgen bin ich zum Beispiel beim Deutsch-Russischen Volksfest dabei. Ich bin, wie gesagt, in die russische Enklave gerutscht von Berlin. Mit denen habe ich so um die Jahrtausendwende so ein paar Jahre lang Musik gemacht. Und da gibt es auch wieder eine neue Begegnung. Also morgen trete ich mit dem Trio Bravo auf der Trabrennbahn Karlshorst auf. Übrigens auch mit City. Ei. Von denen wir schon sprachen. Mensch, Trabrennbahn Karlshorst, da spiele ich ein paar Songs mit denen mit. Das ist so, ich möchte mal sagen, so eine Mischung aus Klassik und Jazz, was die machen, und da singe ich ein paar Songs mit. Wann jetzt am Morgen los? Vielleicht komme ich sie ja mal vorbei. 20 Uhr sind wir auf der Bühne und danach spielt dann City. Alles klar. Mhm. 2009 hast du öffentlich zur Wahl der Linken aufgerufen. Hast du den letzten Parteitag am Wochenende verfolgt? Und was meinst du zu diesen ganzen Querelen, die da so ablaufen? Das ist eine ganz schöne Rumeierei. Ich meine, was heißt, ich habe den Wahlkampf der Linken unterstützt. Mein Herz schlägt natürlich links, wie bei allen Künstlern. Weil, ich meine, ein Künstler sucht immer nach Neuland. Und wenn jemand nach Neuland sucht, dann ist es eine linke Partei. Allerdings geht mir das Theater irgendwie auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Also, was da abläuft, das ist ein Geseier. Die trauen sich ja gar nicht mehr, irgendwie überhaupt wirklich ernsthaft sich Gedanken zu machen über Alternativen einer Gesellschaft. Es geht mir nicht darum, irgendwie was, so wie es früher war, niederzuringen und gegen die Menschen, aber ich finde, zu einer linken Partei gehört es, dass die wirklich irgendwie klar nach Alternativen suchen und nicht bloß im selben Brei in den schönen Sesseln mit da rumsitzen und da irgendwie nur realpolitisch denken. Ich meine, natürlich muss man realpolitisch handeln, aber denken darf man ja wohl auch ein bisschen, sagen wir mal, um die Ecke und ein bisschen, sagen wir mal, in Richtung, die es vielleicht noch nicht gab. Das hat bei mir überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie mit Nostalgie oder irgendwie sowas. Ich meine, ein Künstler guckt nicht zurück, der guckt immer nur nach vorne.
Das hat auch nicht damit zu tun, mit diesem, also mit diesem, ja, mit dieser Ostalgie, die mir auch auf die Nerven geht. Links bedeutet für mich eigentlich normalerweise ein idealistisches Denken und eben Fantasie. Ja. Das finde ich dort momentan nicht bei der Linkspartei. Gut, genug zur Politik, jetzt wieder zur Gitarre hier. Schnapp dir mal die Gitarre, jetzt gibt's ein Thema Sand. Soll ich? Ja, mache ich live. Musst du wahrscheinlich ein bisschen lauter machen. Ich muss mal hier ein bisschen wegrücken. Ja, ein bisschen Laser drehen. Wir hören jetzt Sand, ne? Der ist, ja. der ist auch auf dem Album drauf. Auf dem neuen Album. Man hört da sozusagen die Urvariante, so wie ich sie mir ausgedacht habe. Alles klar. Sand, die Unplugged-Version, die Originalversion vom neuen Album, Uferlos, was am 1.6. erschienen ist, überall erhältlich im Handel, nehme ich mal an. Ja. Ja, warte mal, ich muss mit deinem Mikro noch lauter reden. Jetzt kurz nochmal zum 15., die Eckdaten. Ja, am 15., wie gesagt, im Postbahnhof, Einlass ist 19 Uhr, wir spielen ab 20 Uhr mit vielen imposanten Gästen und ich würde mich freuen, wenn er mitfeiert. Ich werde auf jeden Fall da sein. Jetzt haben wir noch einen Titel, Idylle im Krieg. Kurz zu dem Titel noch, wie ist er entstanden? Das ist der älteste Titel, den ich schon ein paar Jahre mit mir rumschleppe. Der ist entstanden, den Text hat mir jemand anders geschrieben, kein Text von mir, der ist von Andreas Hehle. Ja. Der macht auch Radio, irgendwie bei Rockradio. Da bin ich ihm irgendwie begegnet, ein sehr interessanter Typ, ein wilder, kleiner Mann. Ja. Und von diesem Song, ich möchte dir nicht erklären, das ist sehr kryptisch. Ich habe also davon auch ein Video gemacht, wer sich das angucken möchte. Ist ganz schön geworden. Das sieht, kann man bei Facebook sich angucken oder bei YouTube. Idylle im Krieg, die Zöllner. Aber gerade bei Video sind, das wurde hier eben mitgeschnitten. Nächste Woche könnt ihr das auch auf YouTube sehen, bei Szene Sounds YouTube. Yeah. Gut, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Danke. Wir sehen uns am 15. im Postbahnhof. Bis denn dann, ne? Ja, bis denn.